Hallo, liebes Publikum. Hallo. Sag mal, wo wir sind. Wir sind heute in Gunzenhausen am Altmühlsee. Nee, wir sind eigentlich nicht in Gunzenhausen, wir sind in der Nähe von Gunzenhausen. Nach Gunzenhausen. Auf der anderen Seite. Ist ja egal, aber in der Nähe von Gunzenhausen am Altmühlsee. Wir haben fast den letzten, oder nein, wir haben den letzten freien Campingplatz erwischt, obwohl wir nicht reserviert gehabt haben. Das hätten wir jetzt nie gedacht. Aber die war so nett und hat unser Flehen in den Augen erkannt. Ja, die hat wahrscheinlich gedacht, die ticken genauso wie ich, denen gebe ich noch einen Platz, da ist ordentlich. Genau, da herrscht Ordnung. Auf alle Fälle war es überhaupt kein Bitten und Betteln, das war ein nettes Nachfragen und sie hat uns angeschaut, Bein ins Gesicht und hat gesagt, das passt. Eigentlich nur eine Nacht hat sie erst gesagt und dann hat sie gesagt, ach naja gut, bis Sonntag. Genau. Ja. Okay, und jetzt möchte ich hier mal... Das Wetter ist semi-optimal, im Moment regnet es. Genau, und damit wir uns die Zeit wenig vertreiben, zeige ich dir, was es Neues gibt. Das Sonnensegel, die Kederschiene hast du ja selbst mit hingemacht. Die zeigen wir dann später auf dem Video vielleicht, wenn es das Regnen aufhört und wir das Sonnensegel montieren. Ich bin guter Dinge, dass das also, oben auf dem Dach ist eine neue Kederschiene oder überhaupt eine. Mhm. Ein 3-Meter-Stück und ein 1-Meter-Stück, weil es sonst nicht gelangt hat für die Länge von Florian. Ja, genau. Dann die Vorhänge sind neu. Oh. Die hast du schon gesehen. Jetzt zieh sie mal zu. Ist ja schon also die Vorhänge sind mit Magneten, damit man das auch kann man dann quasi dicht zur Fahrerkabine abschließen, damit die Nachbarn nicht rein gucken können. Ja, und überhaupt nicht da wegen ein Separé haben. Ja. Genau. Das ist auch dann abends ist es gemütlich, wenn die Vorhänge zu sind und du hast da wegen Licht an. Genau. Ja, das Licht ist auch neu, das zeige ich dann gleich. Vor allem wenn es Licht ist, zeigst du das Licht. Genau. Also das sind die Vorhänge. Also, unten ein Bleiband und an den langen Seiten jeweils ein Magnetstreifen. Genau. Dann bleibt es auch bei der Fahrt dicht zusammen. Sehr gut. Sehr gut. Dann ist neu die Bierisolierung. Die habe ich nämlich aus Resten gemacht. Das brauchst du nicht unbedingt sagen, aber die schaut gut aus. Ja, ne, habe ich ja Reste verwertet. Du kannst ja mal zeigen, was ich mit dem... Ich kann jetzt nicht zeigen, weil das ist ganz vorne im Fußraum. Ach so, okay, das zeigen wir dann später. Die Isolierung für die Fensterscheiben. Die passt genau. Oder vielleicht morgen, wenn wir die dann hinmachen. Das passt genau. Machen wir noch genau. Ein Video davon. Die Isolierung passt genau. Okay, was gibt es noch Neues? Eingeräumt ist er jetzt? Das bleibt großen Teil drin. Das Ding da ist noch neu, das habe ich noch nicht gezeigt. Ich war bei Ikea zum Einkaufen und dann habe ich da aus einer alten Feuerwehrjacke einen Überzieher für den Sitz genäht. Hast du und den da, vorne? Doch, von vorne, du. Ja. Dann musst du mal aufs Kuh filmen. Sieht man's? Ja, und wie? Genau. Hm? Und da hängt hinten dran, habe ich da zwei Ösen reingemacht. Da brauche ich noch schwarze Kabelbinder. Stimmt. Das schoppele ich das mit den weißen Kabelbindern. Da kann man dann da wegen so Sachen hinhängen. Für so kleine Sachen, damit alles aufgeräumt ist. Genau, weil das Schöne ist, man kann jetzt immer noch den Sitz verstellen, weil das ja am Sitz hängt. Ja. Hätte ich jetzt da ein Regal hingebaut, hätte es nicht mehr zum Rutschen gekommen. Und jetzt ist es aufgeräumt. Ja. Genau. Und was gibt es da noch Neues? Ja, jetzt dann hinten die Schupper. Sind die neu? Das Interieur. Ach so. Das, was drin ist in die Schupper. Ich habe dann ein bisschen. Genau, war ich auch bei der IKEA. Guck, da habe ich halt jetzt dann da so. Kann man wegen sein, wenn man jetzt länger fährt, ist, kann man da seine Klamotten. Dafür die Wunderhosen, für die Socken. Weiß schon. Ja. Was man halt so alles mit Turnbeutel. Schwimmsachen und da hinten sind meine Klamotten drin jetzt zum Beispiel. Sauber ordentlich aufgeräumt. Ja? Das kann einer kann die Hälfte haben und der andere kann die Hälfte, dann kann man ein paar Wochen zusammen abgehen. Das reicht eigentlich. Hast du das gehört, ein paar Wochen zusammen? Ja. Ich bin jetzt immer von Tagen ausgegangen, die mich von der Person. Ja, nein, das so viel habe ich noch nicht sagen, gearbeitet. Du musst ja nur wegen was arbeiten. So viel habe ich aber noch gar nicht gearbeitet. Genau, dann habe ich da den schönen kleinen Gummihammer. Wow. Noch erstanden heute. In Silber. Mit Heringszieher. Wow. Das ist ein Gadget, ja. Genau. Da unten ist wegen so Werkzeug und so und Kabel drinnen. Ja, das braucht man schon. Da ist der Strom, der ist auch neu. Ich weiß jetzt nicht, ob man da was sieht, da müssten wir vielleicht mal mit der Taschenlampe reinleuchten. Ja, das ist jetzt wurscht. Hauptsache, er funktioniert noch nicht. Der Strom funktioniert schon. Ja, aber wir sind noch nicht angeschlossen draußen. Ja, aber es funktioniert trotzdem. Da haben wir noch zwei. Also, dann haben wir da noch zwei Hänger. Ja, für Brille, Handy, Buch. Ja, Buch.
Wer braucht schon ein Buch, wenn, ja, es ist wenn ja er dich hat? Wer eine Leselampe. Wer braucht schon ein Buch, wenn er dich hat? Also gut, überbewertet. Die Leselampe ist auch neu, die ist jetzt angeschlossen. Leselampe und... Genau, dann kannst du mal die Beleuchtung überhaupt filmen da, oder? Ja, schau mal, das Paneel. Also da ist der Wechselrichter. Wenn wir den anmachen, können wir sehen, wie voll die Batterie ist. Sehen wir, ob gerade geladen wird. Ob Solar, haben wir ja noch nicht auf dem Dach. Ob das lädt und ob er eingesteckt ist. Also das leuchtet jetzt alles nicht, deswegen haben wir noch keinen Strom. Das Ding arbeitet, bringt schon 230 Volt aus der Steckdose. Also das Induktionskochfeld kann schon bedient werden. Apropos, ich habe Hunger. Dann haben wir da eine kleine indirekte Beleuchtung. Ich werde nicht eingegangen. Für abends oder so. Die habe ich halt noch übrig gehabt, die habe ich da unten drunter geklebt. Dann haben wir da die Dimme. Boah, taghell. Wahnsinn, taghell. Du kannst nicht mehr bescheißen beim Garten spielen. Da kann das Wetter draußen noch zu schlecht sein. Genau. Ich muss schnell telefonieren. Mehr habe ich leider nicht. Oder überhaupt, das reicht.